Und die Christenheit und die Christen sind überhaupt nicht vorbereitet auf das, was da auf sie zukommt. Das ist ein Drama. Und wenn ich das ganz offen sagen darf, ja, das ist das Versäumnis der Pastoren und Prediger. Schön, dass ihr gekommen seid. Vielleicht zu den Themen insgesamt. Wir haben eben am Tisch noch ein bisschen gesprochen. Was wir hier machen, ist eigentlich Bibelschulniveau. Ja, das ist nicht das, was man normal im Gottesdienst macht, sondern wir steigen da ja zum Teil recht tief in die Bibel ein. Machen wir auch heute Abend. Das soll eigentlich kein Selbstzweck sein, ja, sondern mir ist eigentlich wichtig, dass man guckt oder auch sehen darf, auch wenn man die Bibel tiefer liest und auch da tiefer einsteigt und die Bibel ein bisschen auf den Prüfstand stellt und so einen Lackmustest macht, dass die Bibel das aushält. Ja? Die hält das aus und die kann das vertragen. Die kann auch Zweifel vertragen, die kann auch Kritik vertragen. Wenn die Kritik sich aber auskritisiert hat am Wort Gottes, dann fordert die Bibel natürlich auch Glauben. Ja? Also das darf auch sein und soll auch sein und dazu soll es auch führen. Ja? Aber ich leide ein bisschen darunter, weil ich den Eindruck habe, dass wir in unseren christlichen Gemeinden und in unserem christlichen Umfeld, in dem wir uns bewegen, so herzlich wenig aus dem Wort Gottes lernen und so wenig unterwiesen sind eigentlich. Ja? Wir sind in einem christlichen Umfeld, wo das vielleicht nicht ganz so kritisch ist, aber wer die Videos ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass ich mich ja auch ein bisschen mit dem Rabbinentum beschäftige und die greifen die christlichen Auslegungen und Theologien extrem an. Und auch gerade dieser Rabbi Singer, der kennt sich sehr, sehr gut aus, ja. Ich habe es jetzt, müsste ein bisschen suchen, aber von den noachidischen Geboten, ja, die bekommt ihr, wenn ihr heute in eine Synagoge geht in Deutschland, kriegt ihr auch die noachidischen Gebote in die Hand gedrückt. Und die Christenheit und die Christen sind überhaupt nicht vorbereitet auf das, was da auf sie zukommt. Das ist ein Drama. Und wenn ich das ganz offen sagen darf, ja, das ist das Versäumnis der Pastoren und Prediger. Ja, das ist ein echtes Drama. Die Gemeinde Jesu ist so wenig unterwiesen in den Dingen. Und dabei ist Gottes Wort so schön. Ja? Das hat ja auch Tiefe, das hat Qualität, das hat Struktur. Das ist ja auch spannend, wenn man sich damit beschäftigt und auseinandersetzt. Und das tut mir manchmal im Herzen weh, weil ich glaube, das wird so versäumt. Und da gibt es so viele Pastoren. Gibt es auch Ausnahmen, keine Frage. Ja? Ich suche im Moment den Kontakt zu den Theologen, auch schon also seit Jahren, seit 5, 6 Jahren jetzt schon. Die nehmen mich nicht ernst, ja? Weil ich kein Theologe bin. Ja, die sagen, der ist ein Fachfremder, was will der? Die werden sicher auch bestürmt mit allerlei Theorien, ja, keine Frage. Und dass die irgendwann dann auch mal sagen, jetzt ist mal gut, ja, wir beschäftigen uns dann mit Leuten, die sich da mit den Ursprachen auskennen oder zumindest die Bibel mal studiert haben und in Struktur damit umgegangen sind, das kann ich auch verstehen. Ja, das ist die andere Seite. Und trotzdem denke ich, wieso ist da so ein Schweigen unter den Theologen und warum ist da nicht mehr Aufwachen, ne? Ja, so mal die kurze Vorrede, ja. Verheiratet bin ich mit meiner Frau Anja, die ist mit da, 4 Kinder haben wir. Vom Beruf bin ich eigentlich ein Immobilienmensch, also gar kein Theologe. Habe bei Banken gearbeitet und dann irgendwann mich selbstständig gemacht. Und jetzt bin ich kurz vor der Rente, ja, und habe noch mehr Zeit dafür eigentlich, ja. Freue ich mich drüber, ja. Ist eigentlich schön. Und wie ich hoffe und bete, dass das ein bisschen Raum greift und ich grabe da überall rum. Also ich schreibe nach Amerika, ich schreibe auch sonst irgendwie auch in innereuropäisches Ausland und gucke, wo irgendwo Leute sind, die ein offenes Ohr dafür haben und das mittragen. Ja. So, jetzt gucken wir uns Sprüche Salomos an. Sprüche 30, ja, ein ganz spannendes Kapitel, finde ich, weil da die ganze Heilsgeschichte drin ist. Und zwar im Alten Testament. Das ist ja, was die Rabbiner lesen. Ja, das ist ja deren Tanach, deren Altes Testament. Und eigentlich das, was als Jesus gekommen ist, das hätte denen wie Schuppen von den Augen fallen müssen. Ja? Wir können das kaum nachvollziehen, weil wir oft das Alte Testament so wenig kennen. Wenn wir das besser kennen würden und vielleicht schon mit 12 Jahren in der Yeshiva gewesen wären und hätten die ganzen Texte auswendig gelernt und dann wäre Jesus gekommen, da hätte es klick, 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 klick gemacht. Ja? Und wir als Heidenchristen, wir kommen eigentlich aus dem Neuen Testament. Und wir müssen uns das Alte Testament überhaupt erstmal erschließen. Und wir staunen und sagen, ja, wie das steht im Alten Testament? Ja. Und wenn ein Jude, ein Israeli heute zum Glauben kommt, dann sagt er, ja, wie das steht im Neuen Testament? Das steht ja schon in unserem Alten Testament. Ja. Also bei uns ist das immer alles irgendwie umgekehrt. Ja.
Und ich staune darüber. Also in Israel tut sich auch vieles. Und ich glaube, dass da auch eine, wie soll man das denn sagen? Jesus sagt mal, das Feld ist weiß zur Ernte. Ja? Da war aber die umgekehrte Richtung. Da soll das Evangelium eigentlich über Samaria in die ganze Welt gehen. Und heute muss man fast sagen, auch in Israel ist das Feld reif zur Ernte, weiß zur Ernte. Man hat fast den Eindruck, dass das zum Platzen ist in Israel. Ja? Viele, viele Dinge. Also das Auseinanderbrechen Israels. Genauso auch wie, dass viele junge Israelis zum Glauben kommen und die Rabbiner ein Riesenproblem haben, weil denen schwimmen die geistlichen Fälle davon, wenn man so sagen will. Ja, die werden immer weniger und deswegen sind die oftmals auch so offensiv. Aber jetzt schauen wir uns mal Sprüche 30 an, ein neutestamentliches Geheimnis im Alten Testament. Ja. Das ist der Text, den schauen wir uns an, das ist viel heute Abend. Ja, ich versuche den ein bisschen aufzubrechen und der soll nachher, sieht der so aus. Ja. Also ich verrate euch schon mal, wo es hingeht, damit ihr, damit habe ich die Pointe natürlich verraten, ja. Aber dann wisst ihr ungefähr, das hat Struktur. Ja, das ist nicht nur das hier, sondern dieser Text hat Schönheit, der hat Aufbau, der hat Aussage, der hat Abschnitte, in die er unterteilt ist und die verschiedene Heilsstationen in Gottes Heilsgeschichte zeigen, ja. Da habe ich jetzt auch die erste Frage an euch. Dieser Text fängt an, Sprüche 30, wer will, kann mitlesen in seiner Bibel. Dies sind die Worte Agurs, des Sohnes des Jake aus Massa. Es spricht der Mann, ich habe mich gemüht, o oh Gott, ich habe mich gemüht, o oh Gott, und muss davonlassen. Denn ich bin der Allertörichste und Menschenverstand habe ich nicht. Weisheit habe ich nicht gelernt und Erkenntnis des Heiligen habe ich nicht. Und jetzt fängt er an zu fragen, wer ist hinaufgefahren zum Himmel? Und wieder herab. Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Wer hat alle Enden der Welt bestimmt? Gott, oder? Gott. Und jetzt fragt er, wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Jesus. Ja, aber das ist doch ein alttestamentlicher Text. 800 vor Christus geschrieben. Sprüche Salomos. Ja? Das ist ein alttestamentlicher jüdischer Text. Und die Juden wissen doch, wer aller Welt Enden gestellt hat. Gott, Yahweh, Hashem, der Name. Sie trauen sich den Namen Gottes ja nicht auszusprechen. Deswegen sagen sie Hashem. Sie sagen nur der Name. Ja? Der hat aller Welt Enden gestellt. Wie heißt er? Yahweh ist sein Name. Und wie heißt sein Sohn? Jesus? Ja, da müssten ja alle Juden Christen sein. Ja, natürlich. Ja? Was ist ein Jude? Ein Jude ist jemand, der glaubt, was Gott tut, oder? Das ist ja kein Jude. Wenn Gott seinen Sohn schickt, dann muss er glauben, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, sonst ist ja kein Jude. Muss man mal drüber nachdenken. Ja? Also das finde ich also herrlich. Das ist eine meiner liebsten Bibelstellen. Kann man auch gut im Hauskreis lesen, wenn man Leute hat, die vom Glauben vielleicht noch nicht so viel wissen. Kann man sagen, guck mal, im Alten Testament steht schon von Jesus, 800 Jahre bevor er kam. Wie heißt der, der alle Weltenden gestellt hat und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Ja, wir wissen das. Ja, wir dürfen das wissen aus Gnade. So fängt der Text an und dann steigt der Agur ein. Jetzt müssen wir ein bisschen lesen. Die Zeit nehmen wir uns einfach, ja. Der Blutegel, erstaunlicher Anfang, ja, der Blutegel hat zwei Töchter, die heißen, gib her, gib her. Drei sind nicht zu sättigen und vier sagen nie, es ist genug, Doppelpunkt. Das Totenreich und der Frauen verschlossener Schoß und die Erde, die nicht des Wassers satt wird und das Feuer, das nie spricht, es ist genug. Ja? Also ins Feuer kann man so viel reinwerfen, wie man will, das wird halt größer, aber das Feuer sagt, nee, mir langt es jetzt, ja? Sondern es brennt immer, immer weiter, wenn man es füttert. Ja? Das hat was mit Unersättlichkeit zu tun. Kommen gleich noch da drauf. Ja? Ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Oh, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Ja? Das ist das Erste, was die Aasvögel fressen, die Augen, ja. Da geht es um Gericht. Dann Vers 18. Drei sind mir zu wundersam und vier verstehe ich nicht. Doppelpunkt. Des Adlers Weg am Himmel,
der Schlangeweg auf dem Felsen, des Schiffes Weg mitten im Meer und des Mannes Weg beim Weibe oder des Mannes Weg bei seiner Jungfrau, oder steht bei mir, wird unterschiedlich übersetzt sein bei euch. Da steht Alma, Ha-Alma. Das kennt ihr aus Jesaja 7, Vers 14. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Das ist dasselbe Wort hier. Es wird ja auch ein bisschen anders übersetzt. Nur für die, die sich so ein bisschen auskennen damit. Ja? Dann kommt wieder dieser Vers 20, so ein Einschub. So ist der Weg der Ehebrecherin, Doppelpunkt. Sie verschlingt und wischt sich den Mund und spricht, ich habe nichts Böses getan. Ja? Genuss ohne Reue, heißt der Vers auf Deutsch. Ja? Dann Vers 21, ein Land wird durch dreierlei unruhig und viererlei kann es nicht ertragen. Einen Knecht, wenn er König wird, weil der wird übermütig. Ja? Einen Toren, wenn er zu satt ist. Der kommt auf dumme Gedanken. Ja? Eine Verschmähte, wenn sie geehelicht wird und eine Magd, wenn sie ihre Herrin beerbt. Das hat mit Hochmut, mit Übermut, mit Stolz, mit Arroganz zu tun. Und wie heißt es? Hochmut kommt vor dem Fall, ja? Ja? Das hat damit zu tun. Das beschreibt er hier, ja? Und dann kommt was Besonderes, dann kommt dieser Vers 24 bis 28. Vier sind die Kleinsten auf Erden und doch klüger als die Weisen. Die Ameisen, ein schwaches Volk, dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise. Die Klippdachse, ein schwaches Volk, dennoch bauen sie ihr Haus in den Felsen. Das haben wir auch, oder? Und wir haben doch unser Haus irgendwie auch im Felsen. Ja, da klingt so ein bisschen schon was mit, ja? Die Heuschrecken, sie haben keinen König, dennoch ziehen sie aus in Ordnung. Oder sie, das ist jetzt altes Lutherdeutsch, ja? Dennoch ziehen sie aus in geordneter Struktur, ja? Die Heuschrecken, sie haben keinen König, dennoch ziehen sie aus in Ordnung. Und die Eidechse, man greift sie mit den Händen und sie ist doch in der Könige Schlösser. Die kleine Eidechse im Schloss des Königs, ja? Da krabbelt sie über die Mauern, ja? Kommt sie rein. Drei, also hier in diesem Teil hier findet man nicht die drei Dinge und das vierte, ja? Sondern nur vier, ja? Und jetzt kommt wieder ein Block. Drei haben einen stattlichen Gang und vier gehen stolz einher. Der Löwe mächtig unter den Tieren und kehrt um vor niemandem. Der stolze Hahn, der Widder und der König, wenn er einhergeht vor seinem Heerbann. Der Heerbann war das Recht, Truppen einzuziehen vom König. Nur der König. Der König durfte ein Heer aufstellen. Ja? Hier geht es um Stolz, um Präsentation, um Herrlichkeit, um Macht, um Königsherrschaft. Ja? Wie kriegt man das zusammen? Ja, das sind zunächst mal Verse, von denen man sagt, das macht irgendwie gar keinen Sinn und die sind irgendwie unzusammenhängend und unstrukturiert. Aber wenn man die Stück für Stück mal schaut, dann sieht man hier, drei sind nicht zu sättigen und vier sagen nie, es ist genug. Ja? Dann wieder, drei sind mir zu wundersam und vier verstehe ich nicht. Dann wieder eine Wiederholung, ein Land wird durch dreierlei unruhig und viererlei kann es nicht ertragen. Und hier unten wieder, drei haben einen stattlichen Gang und vier gehen stolz einher. Drei und ein Viertes, drei und ein Viertes, drei und ein Viertes und wieder drei und ein Viertes und mittendrin nochmal die vier eingeschoben. Also hat man eins, zwei, drei hier oben und ein hier unten, drei und eins. Und das heißt, der Text an sich hat die Struktur von drei Dingen und einem Vierten und die einzelnen Absätze haben das auch. Also rein nur mal so von der Textstruktur her. Und plötzlich bekommt man ein bisschen Ordnung und sagt, aha, da haben wir schon mal vier, fünf Schubladen, da kann man schon mal ein bisschen was reinstecken und gucken wir mal, ob der Schrank außen drum auch noch passt. Ja? Ja, das sind diese 3-in-1-Strukturen, die man dann hat. Ja, drei sind nicht zu sättigen und vier sagen nie, es ist genug. Das ist der erste Block eigentlich. Ja? Der spricht vom Totenreich, das nie voll wird. Er spricht von der Frauen verschlossener Schoß, Frauen, die keine Kinder bekommen, kann ich jetzt nicht so viel mitreden von, wissen die Damen besser als ich, ja? Das Verlangen von Frauen, Kinder zu bekommen und die Erde, die nicht des Wassers satt wird, das verstehen wir Deutschen nur schwer, in diesem Sommer etwas besser, ja, weil es so trocken ist, sonst, wenn die Sommer so verregnet sind, dann sagen wir, wieso, die Erde wird doch schon mal wassersatt, ja? Aber im Nahen Osten, wenn es trocken ist, war Regen heißt Leben und kein Regen heißt halt kein Leben, ja? Das heißt, praktisch
spricht auch von der Unersättlichkeit des, der Erde, das Wasser aufzunehmen, was auf sie regnet. Ja? Und das Feuer auch, ist, das nie spricht, es ist genug. Also dieser Block spricht eigentlich von vier Dingen, die, die etwas suchen, die einen Mangel haben und den ausgefüllt bekommen möchten. Oder wie das Feuer, das nie satt und nie zufrieden wird. Ja? Das Wesen der Welt, würde ich das überschreiben. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Ja? Der zweite Block, da steht drin von dem Weg des Adlers am Himmel, von der Schlange Weg auf dem Felsen, von des Schiffes Weg mitten im Meer und von des Mannes Weg beim Weibe oder von des Mannes Weg an einer Jungfrau, Ha-Alma. Ja? Gottes Wege würde ich da überschreiben wollen. Gottes Wege mit Israel. Ja? So wie Gott sein Volk aus Ägypten geführt hat, so wird in 5. Mose mal spricht ein Vers davon, dass Gott sein Volk aus Ägypten geführt hat, wie der Adler, ja, der dieses Volk aus Ägypten herausführt. Der Schlangeweg auf dem Felsen, Christus der Fels, und der Satan hat seinen Weg auf ihm genommen, weil er ihn versucht hat. Das sind sehr verborgene Bilder. Des Schiffes Weg mitten im Meer, das kleine Schifflein Israel im Nationenmeer. Und des Mannes Weg bei seiner Frau. Gott und seine Braut, die, sag mal, die Tochter Zion oder Israel als die Braut Gottes, ja. Das ist noch alttestamentlich. Wir kommen gleich nochmal darauf, warum das so ist, ja. Das wäre der nächste Block. Und das hier ist der dritte Block, der spricht von einem Knecht, der hochmütig wird, wenn er König wird, von einem Toren, der zu satt ist, der auf unsinnige Gedanken kommt, von einer Verschmähten, wenn sie geehelicht wird und von einer Magd, wenn sie ihre Herrin beerbt. Alles das hat zu tun, wie soll man sagen, mit Übermut und mit Hochmut, mit unbegründetem Stolz, ja? Nachdem der Abfall kommt. Vielleicht baut sich da fast schon eine Geschichte zusammen. Wir schauen uns erst nochmal diese 3-in-1-Struktur an in der Bibel, weil die gibt es öfter. Und dann schauen wir uns an, wie die Verse zusammenpassen, die wir gerade angeguckt haben, diese Blöcke. Gucken mal einfach, ob es die 3-in-1 noch öfter gibt in der Bibel. Wisst ihr vielleicht Stellen, wo es die 3-in-1 gibt in der Bibel? Wisst ihr, wie viele Evangelien wir haben? 4. Oder? 3-in-1 eigentlich. Ja? Wir haben 4 Evangelien, wir haben 3 Synoptiker, Matthäus, Markus, Lukas, und wir haben ein Johannesevangelium, was ganz anders ist. 3-in-1. Ja? Wisst ihr, wie viele Menschen in der Arche gewesen sind mit dem Noah? 8, genau. Wer denn alles? Noah? Okay. Seine Frau? Seine 3 Söhne? Und seine 3 Schwiegertöchter? Ja? Also Noah und seine Frau, seine 3 Söhne und deren 3 Schwiegertöchter. 3-in-1 Männer und 3-in-1 Frauen. Ja? 3-in-1 macht 4, 3-in-1 macht 4, zusammen macht 8. 8 Menschen waren in der Arche. Und wenn man genau guckt, waren es 2 mal 3-in-1. Noah und seine 3 Söhne, Noahs Frau und die 3 Schwiegertöchter von Noah. Macht 8. Erstaunlich. Wüsstet ihr in Hesekiel eine Stelle, wo man die 3-in-1 finden kann? Ganz am Anfang. Bitte? Was ist mit diesen 4 Wesen? Ja, genau, ja, die Cherubim. Ja? Die Cherubim, die hatten ja 4 Seiten, ja? Und eine Seite war ein Adler, eine Seite war ein Stier, eine Seite war ein Löwe und eine Seite war ein Mensch. 3 Tiere und ein Mensch, 3-in-1. Ja? Okay. Vielleicht auch 3 Wesen, die nicht fliegen können und ein Adler, der fliegen kann, auch 3-in-1. Wie groß war Ninive? Jona? 3 Tagesreisen. Wie weit geht denn Jona nach Ninive rein? Eine Tagesreise. 3-in-1? Was hat Jona denn da gemacht? Der hat Gericht verkündigt der Stadt Ninive. Und diese 3-in-1 hat immer irgendwie mit Gericht zu tun. Die findet man bei der Sintflut, die findet man in den Evangelien. Christus kommt auch zum Gericht, ja? Und die findet man an vielen, vielen anderen Stellen auch noch. Warum geht Jona nicht bis in die Mitte von Ninive?
Warum geht er nur eine Tagereise weit rein? Warum geht er nicht bis zum Marktplatz oder bis zur Kirche? Die ist ja immer in der Mitte vom Dorf, ja. Ja, gab es natürlich noch keine Kirche. Ja? Bitte? Er mochte nicht so, ja, ja, genau, ja, ist so weit gegangen, wie es irgendwie, so wenig, wie es irgendwie ging vielleicht, ja, aber man findet die 3 und 1 plötzlich da. Findet man die auch bei Sodom und Gomorra? Wer ist denn da gerettet worden aus Sodom und Gomorra? Lot und seine zwei Töchter. Lot und seine zwei Töchter, und da war noch jemand? Die Frau vom Lot. Nee, die bleibt aber stehen. Sehr gut. Ja, okay. Also man hat zumindest mal Lot wird gerettet als Mann und 3 Frauen, 3 in 1. Oder man könnte auch sagen, 3 werden gerettet, 1 wird zur Salzsäule. Wieder 3 in 1. War ein großes Gericht, gell? Sodom und Gomorra, großes Gericht. Sintflut, ein großes Gericht. Da findet man die 3 in 1 doppelt. Die findet man 2-mal. Ja? Und wenn man die Bibel ein bisschen aufmerksamer liest, findet man ganz viele Stellen, plötzlich die purzeln alle so entgegen, wo man diese Struktur, die 3 in 1 findet. Ja? Wir schauen uns mal ein paar Stellen an. Jeremia 15, Vers 3, da geht es auch um Gerichtsankündigung für Israel. Denn ich will sie heimsuchen mit 4erlei Plagen, spricht der Herr, mit dem Schwert, dass sie erwürgt werden, mit Hunden, die sie schleifen oder umherzerren sollen, mit den Vögeln des Himmels und mit den Tieren auf Erden, dass sie gefressen und vertilgt werden sollen. Also 3-mal aus der Tierwelt und 1-mal das Schwert. Aus der unbelebten Welt, 3 in 1, Gericht. Ja. Nur mal so als Beispiel, es gibt viele Stellen darüber. Jesaja 34, da geht es auch um diese Gerichtsandrohung. Da sagt Jesaja, sondern Rohrdommeln und Igel werden es innehaben, Nachteulen und Raben werden da selbst wohnen, denn er wird eine Messschnur darüber ziehen, über Israel, dass es wüst werde und ein Richtblei, dass es öde sei. Ja, da hat man auch 3 Vögel und 1-mal den Igel. 3 und 1. Ist nur so ein Hinweis, ja, den man darauf hat. Hier ab 12, Vers 13 geht es auch um Gericht Gottes. Bei ihm ist Weisheit und Gewalt, Rat und Verstand. Weisheit, Rat und Verstand hat was mit Intelligenz zu tun, mit Denkvermögen. Ja? Und Gewalt hat was mit Macht zu tun. Und daraufhin kommt dann Gottes Gericht, ja, wird dann angekündigt. 1. Könige 19. Und siehe, der Herr ging vorüber. Der Herr aber war, das wo Elia flüchtet sich nach der Sache mit der Isabel, genau, ja. Und da flüchtet er sich in eine Höhle und der Herr erscheint ihm dann, ja. Und der Herr erscheint ihm und dann steht hier, der Herr aber war nicht im Winde und der Herr war nicht im Erdbeben und der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Ja, wieder 3 und 1. Gott offenbart sich. Ja. Das haben wir schon gehabt. Jona, ja? Ninive war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und da Jona anfing hineinzugehen, 1 Tagereise in die Stadt, predigte er und sprach: Es ist noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Gerichtsankündigung. In Verbindung mit der 3 und 1. Ja? Das finden wir immer wieder auch durch die Schrift, bis zu den Evangelien. Ja? Sintflut. Haben wir auch schon gehabt, Noah, geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und deine Frau und deine Söhne, 2 mal 3 und 1. Ja, großes Gericht, Sintflut. Sodom und Gomorra haben wir auch, Lot und seine Frau und seine beiden Töchter. Also es sind viele Stellen, die man kennt. Und wenn man es mal gehört hat, dann ist man vielleicht ein bisschen aufmerksam, darauf zu achten, wenn man diese Verse liest in der Bibel. Das ist auch eine interessante Stelle, kennt auch jeder eigentlich. Lukas 13, er sagt ihnen aber dies Gleichnis, es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg und er kam und suchte Frucht darauf und fand sie nicht. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum und finde sie nicht, haue ihn ab, was hindert er das Land? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis dass ich um ihn grabe und bedinge ihn, ob er wolle Frucht bringen. Wo nicht, so haue ihn danach ab. Da findet man erstaunlicherweise auch die 3 und 1. Ja? Ja? Er hat jetzt 3 Jahre lang Frucht gesucht, aber lass noch 1 Jahr wachsen. Das ist der Israel, der Feigenbaum, an dem ein großes Gericht geübt wird. Ja? 2000 Jahre lang hat das Gericht gedauert, bis heute. Ja?
Erstaunlicherweise auch wieder die 3 und die 1. Also nur so als, mal als Beispiel, um zu sehen, wo man das überall finden kann. Ja? Das haben wir auch schon in den Evangelien, ja? Die 3 Synoptiker und Johannes als Adler. Und jetzt finden wir das auch in Sprüche 30. Erstaunlicherweise. Und zwar nicht nur einmal, sondern 3-mal hintereinander und noch ein 4. Mal nochmal dazu. Das heißt also, wenn man weiß, dass diese 3 in 1 immer wieder mal aufkommt, dass Gott die immer wieder mal benutzt und man die plötzlich hier findet, dann muss man eigentlich sagen, was, wie hängt das zusammen und wovon spricht das? Spricht das vielleicht auch von Gericht? Hat das auch mit Gericht zu tun? Frage, ist das vielleicht die ganze Heilsgeschichte Gottes, die wir hier vor Augen haben? Die er zeigt in Bildern? 2800 Jahre alter Text, von den Juden auswendig gekonnt. Finden wir hier die Gemeinde Jesu? Finden wir hier Christus? Finden wir Gottes Wege? Finden wir Israels Hochmut und Abfall? Finden wir das tausendjährige Reich? Ja? Die Überlegung, die kann man haben, wenn man an diesen Text rangeht und den so ein bisschen strukturiert. Das war das Erste, was ich mal gemacht habe, mir da mal so ein bisschen rauszuschreiben und das mal so ein bisschen in Excel einzutragen, ja, um zu gucken, was gehört denn da wie zusammen und welche Strukturen findet man im Text. Also man sieht schon, man hat 1, 2, 3 Anfangsblöcke und zum Schluss einen 4. Und dieser hier, der fällt da ganz raus. Der ist da irgendwie eingeschoben. Kennen wir das vielleicht, die Israelsgeschichte von Adam bis Christus? Dann die Gemeindegeschichte eingeschoben und irgendwann wieder das tausendjährige Reich mit Christus? Ist da auch was reingeschoben? Ja? Hat das vielleicht hiermit zu tun, mit den Kleinen? Langsam taucht da was vor unseren Augen aus dem Nebel auf. Ihr wisst, erinnert euch noch, wie der Text am Anfang aussah, vollkommen unstrukturiert, viele, viele Buchstaben. Ja? Und jetzt sind wir schon so weit gekommen, dass wir diese Ordnung da schon finden und sehen auch, dass hier ein Einschub ist, der da nicht zugehört. Ja? Und die Struktur, die ist so. Also wir haben die 3 und 1 in den einzelnen Blöcken und der ganze Text selber, der hat auch insgesamt diese 3 und 1. Ja? Und das ist ausgenommen davon. Steht das hier unter Gericht und das nicht? Steht das unter der Gnade? Ja? Was heißt das jetzt? Kann man das mit Inhalt füllen? Kann man das auslegen? Und kann das, und das ist mir immer wichtig dabei, dass man nicht nur so punktuell Sachen nimmt, so ein Nachtgesicht rausnimmt aus Sacharja und darüber predigt. Das kann man tun, das ist auch okay. Ich habe da auch gar nichts gegen. Ich würde auch niemanden kritisieren, der sowas tut. Ja, ich sitze in der Gemeinde immer gerne in der letzten Reihe. Erstens mal kann ich da gut zuhören, zweitens mal habe ich alles im Blick. Ja. Ich muss dann nicht ständig mich melden und sagen, ich sehe das aber anders. Ich mache das nicht. Ja. Erstens mal, weil sich das nicht gehört. Und zweitens mal, weil andere Brüder und Schwestern noch andere Erkenntnisse haben dürfen. Ja. Und weil man mit allem haushalten gehen muss. Aber für mich und vielleicht für den einen oder anderen von euch, ist das für mich ein Beweis, dass das, was wir hier lesen, das ist wahr. Das ist Gottes Wort. Und das versuche ich zu beweisen. Ja? Und zwar so, dass man da nicht mehr drumherum kommt. Auch kein Pharisäer mehr drumherum. Und mir tut das eigentlich leid, dass ich kein Griechisch und kein Hebräisch kann. Und ich für meinen Teil muss ich euch auch sagen, als ich gläubig geworden bin, da habe ich am Anfang zu mir gesagt, du willst das bloß glauben, weil dir das Hoffnung gibt. Und dann habe ich gedacht, wie weit kann ich gehen mit der Bibel? Komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich sage, die Bibel ist an dem Punkt jetzt für mich nicht mehr glaubwürdig? Ja? Und den habe ich nie erreicht. Im Gegenteil, das ist nur immer mehr geworden und immer schöner und immer verlässlicher. Sodass ich sagen darf, ich bin angekommen, ich habe Jesus gefunden und ich habe Gottes Wort gefunden. Und es macht den Menschen froh, es gibt ihm Frieden ins Herz, auch in so verrückten Zeiten wie jetzt. Und das wünsche ich mir für euch. Ja? Deswegen mache ich das nur. Das ist kein Kopftraining. Ja? Das gehört auch dazu.
Und ich habe am Tisch heute auch gesagt, wenn ich eine Gemeinde zu versorgen hätte, jetzt Sonntag für Sonntag oder Mittwoch für Mittwochabend, würde ich die Themen auch nicht ständig so machen wie jetzt in YouTube. Da kann ich dann in Ruhe machen, ja, kann dann immer weiter treiben. Aber für so eine Gemeinde ist das auch gut, man hat schon mal so ein paar Basics, die auch den Alltag betreffen und nicht nur immer diese scholastischen Dinger, ja. Aber in YouTube, ich habe keine Verantwortung mehr für eine Gemeinde, bin da vogelfrei und dann erlaube ich mir das, ja. Und ihr könnt ja auch immer auf den Knopf drücken und ausstellen. Ja, das könnt ihr jetzt nicht, ich sage nicht mehr so lange, aber ja, das ist der Vorteil bei YouTube. Man guckt sich das an, sagt, der ist verrückt, ja, lässt dann liegen, geht 14 Tage damit schwanger und sagt, ich höre mir das doch nochmal an. Ja. Und dann kommt man das ja vielleicht Stück für Stück rein. Ja. Muss man rechnen mit, ging dem Paulus auch nicht anders. Ja. Aber diese Freude, einfach das zu haben, zu wissen, das ist wahr und auch die Pharisäer und auch Gesetzeschristen und wer auch immer, und wir wissen, warum wir was glauben, was wir glauben. Und diese Gewissheit gibt auch Mut, vom Evangelium weiterzusagen. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Ja, wir betrachten hier einen Text, der 2800 Jahre alt ist und der den Juden eigentlich vom Heiland erzählt hätte, wenn sie es dann wissen wollten. Ja? Finde ich also hochspannend. Okay, also das müssen die Frauen mir bitte entschuldigen, ja? Dass hier steht, der Frauen verschlossener Schoß, dass ich das jetzt ja auch unter Unersättlichkeiten subsumiert habe. Ja? Also ihr wisst, das ist nicht böse gemeint. Das ist eine Umschreibung der Schrift für den Wunsch einer Frau, Kinder zu bekommen. Ja? Und zeigt eigentlich, wie die Erde, die nicht des Wassers satt wird und das Feuer, das nicht spricht, es ist genug, spricht von etwas, was einen Mangel hat und was danach sich nach etwas sehnt, was nicht satt werden kann. Ja, was sucht, dieses unruhige Suchen. Dieser Block hier spricht von Gottes Wegen, geheimnisvolle, wundersame Wege Gottes mit Israel. Eine ganz verborgene Art und Weise. Dieser Block hier spricht von der Beunruhigung des Landes Israel durch Hochmut und Überheblichkeit, weil Israel stolz geworden ist. Ja? Die Christen sind auch stolz geworden. Ja, da brauchen wir nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Da zeigen immer drei auf uns zurück. Ja? Aber es geht um die Heilsgeschichte Gottes, um zu zeigen, was Gott hier getan hat. Die Beunruhigung des Landes Israel durch Hochmut und Überheblichkeit, das hat dazu geführt, dass Israel von Gott verworfen worden ist. Weil sie seinen Sohn nicht anerkannt haben. Wir haben gesagt, wir sind uns selber genug. Ja? Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das war die Aussage Israels. Ja? Und sie haben gedacht, jetzt ist er tot, er ist begraben, er ist bewacht von den Soldaten. Der Deal ist durch. Ja? Und dann haben sie das Grab bewachen lassen von den Soldaten, weil sie gedacht haben, vielleicht kommen ja die Jünger und stehlen ihn. Oder vielleicht wird er noch auferstehen. Zumindest könnte sein, dass irgendeine komische Story entsteht dadurch. Da stellen wir mal lieber ein paar römische Soldaten vors Grab. Und die haben das Grab bewacht und dann kommt der Engel und Christus ersteht auf. Und dann holen die Pharisäer diese beiden römischen Soldaten zu sich und geben ihnen Geld. Viel Geld. Die Bibel ist sehr sparsam mit ihren Worten, aber hier sagt sie, die haben viel Geld bekommen. 200.000 Euro? 500.000? Viel Geld. Die wollten etwas von ihnen. Es waren ja Augenzeugen. Die wollten, dass sie sagen, wir haben geschlafen und als wir geschlafen haben, sind die Jünger gekommen und haben den Leichnam Jesu gestohlen. Die Auferstehung Jesu ist Fake News. Die Auferstehung Jesu ist eine Verschwörungstheorie. Das ist zu einem Sprichwort geworden unter den Juden bis zum heutigen Tag. Das steht so in der Bibel. Das ist zu einem Sprichwort geworden. Das war ein Narrativ, was mit viel Geld erkauft wurde. Und wenn die Apostel davon gesprochen haben, Jesus ist auferstanden, haben die in Jerusalem gesagt, das ist ja fake. Wir haben doch hier Augenzeugen. Die haben doch bezeugt, die waren doch beim Grab dabei, die haben bezeugt, dass die Jünger den gestohlen haben. Es gibt keine Auferstehung Jesus. So ist es gelaufen damals. Die Bibel zeigt uns hier etwas, dass wir Christen klug sein sollen. Dass wir nicht alles glauben sollen, was uns erzählt wird. Ja? Das ist wichtig für uns Christen. Und heute Mittag hat meine Frau zu mir gesagt, die konnten ja gar keine Augenzeugen sein. Sag ich, warum? Die hat gesagt, die haben doch geschlafen. Da sag ich, das ist auch wieder wahr. Da sagt sie, die haben damals schon so blöd gelogen wie heute, oder? Versteht ihr das? Das Narrativ funktioniert gar nicht. Ja? Man darf nicht alles glauben, was einem erzählt wird.
Tut er ja auch jetzt nicht, ja. Bei mir im Geschäftsleben auch. Und wir sind ausgebildet worden. Das hat man gesagt, glaubt nie, was man euch erzählt. Guckt euch die Unterlagen an. Das ist die Unterlage, ja. Das ist die Basis. Ja? Daraus kommt der Glaube. Also die Bibel erzählt uns da etwas. Die sagt uns, da ist mit viel Geld etwas gekauft worden, ein Narrativ. Und das ist zu einem Sprichwort geworden unter den Juden bis zum heutigen Tag. Ja? Deswegen sage ich schon mal, die größte Verschwörungstheorie, die die Welt kennt, ist die Auferstehung Jesu. In einem christlichen Umfeld, wenn wir das alle so gewohnt sind, ist dann alles easy going. Ja? Aber macht es mal, was wir heute Abend machen in der arabischen Welt. Oder macht es mal in der Synagoge. Die würden aber nicht so lieb hier sitzen wie ihr. Ja? Da fliegen die Fetzen. Ja? Aber ich will damit nur sagen, die Bibel gibt uns manchmal so einen Blick hinter die Kulissen. Als ob sie will, dass wir uns daran ein bisschen üben, zu verstehen, was Gott uns hier sagt. Ja? Jesus Christus, auferstanden von den Toten, das ist Wahrheit. Ja? Okay, wir kommen wieder zurück zum Text. Okay, das ist praktisch dieser dritte Block, die Beunruhigung des Landes durch Israels Hochmut und die Überheblichkeit, die zu Israels Beiseitesetzung geführt hat. Und das ist der letzte Block, wo es um den Löwen geht, um den stolzen Hahn, um den Widder, ja, und um den König. Etwas Königliches. Ja. Und damit sind wir eigentlich schon relativ nah dabei zu verstehen, worum es hier geht. Ja. Die Bibel zeigt uns hier eigentlich den ganzen Ablauf von Gottes Heilshandeln mit Israel. Und zwar das Wesen der Welt nach der Schöpfung, dann Gottes Wege mit Israel, dann Israels Stolz und sein Abfall, dann der Einschub, den schauen wir uns gleich noch an, die Gemeinde Jesu, und am Ende wieder das tausendjährige Reich. Das würde ja bedeuten, dass der Agur vor 2800 Jahren schon die ganze Heilsgeschichte als ein Programm abgewickelt hat. Ja, das kann kein Mensch schreiben. Dasselbe macht auch Sacharja. Dasselbe macht auch Daniel. Die machen alle diese groben Bögen. Das macht die Offenbarung auch, schauen wir uns morgen an. Deswegen machen wir das heute, damit wir ein bisschen Marschgepäck haben für morgen. Ja? Das macht die Offenbarung auch. Die zeigt auch einen groben Bogen vom Anfang bis zum Ende. Ja? Damit man sich nicht verzettelt. Das ist hebräische Erzählweise. Vom Anfang bis zum Ende. Grob. Nächster Bogen. Von der Mitte bis zum Ende. Nächster Bogen fokussiert aufs Ende. Ja? Der Preuße verzettelt sich da im Erzählen. Der kommt irgendwie nicht zum Punkt, weil der will auf seinem Weg alles ganz genau. Ja, und dann weiß man gar nicht mehr, wo man sich befindet. Das ist ein ganz grober Aufriss von dem, was Gott mit seinem Volk Israel vorhatte. Also praktisch das unersättliche Wesen der Welt, in dieser Welt Gottes Wege mit seinem Volk Israel, des Adlers Weg am Himmel. Ja, so wie Gott über seinem Volk gewesen ist, als sie aus Ägypten gezogen sind und auf sein Volk achtet. Der Schlangeweg auf dem Felsen. Christus wird versucht. Wie kann die Schlange ihren Weg auf dem Felsen finden? Wie kann die Schlange den Weg auf Christus finden? Nur indem Christus ins Fleisch kommt. Ja? Ein ganz noch verborgener Hinweis auf das, was mit Christus geschehen ist. Ja? Des Schiffes Weg mitten im Meer, Israel mitten im Völkermeer, wie es geführt wird von Gott über die Zeit hinweg, durch seine Könige, durch seine Propheten, ja, über hunderte von Jahren. Und Gottes Weg mit Israel, ja, seinem Weibe, Hesekiel, das ihm anvertraut ist. Ja. Und nach den Jahrhunderten der Zuwendungen Gottes gegenüber Israel, Israels Hochmut, der Gottesknecht fühlt sich als König, ja, er braucht seinen Gott nicht mehr, der Tor wird zu satt, die Verschmähte, wenn sie geehelicht wird, überhebt sich und die Magde ihre Herren beerbt ebenfalls. Israels Stolz und Abfall von Gott. Ja? Und schlussendliche Wiederannahme. Wenn Gott die Christenheit verlässt, gibt es für uns keine Annahme mehr. Ja? Wir müssen die Zeit auskaufen. Okay. So sieht die Struktur aus. Jetzt sind wir eigentlich schon angekommen, wo wir hin wollten. Ja? Jetzt sieht das alles schon ein bisschen griffiger aus. Manchmal muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und vielleicht den Text nochmal zu Hause in Ruhe bei einer Tasse Kaffee. Stückchen Kuchen dazu, lesen. Ja? Nochmal lesen. Nochmal lesen, wegtun, eine Woche nachdenken drüber, nochmal lesen.
Manchmal muss man das 20 Mal lesen, manchmal muss man das 50 Mal lesen, manchmal liest man das 100 Mal. Das braucht, ja? Aber Gott, wenn man das betend liest, gibt Gott irgendwann Licht dafür. Und dann fängt das an, selbst wenn da vielleicht jetzt nicht alles so für euch so 100% nachvollziehbar ist, man sieht, wie das aus dem Nebel langsam auftaucht, ja, so eine grob gehauene Skulptur, die man da vor sich sieht plötzlich. Und dann schaut man sich jetzt noch hier diesen Einschub an, weil der spricht von der Gemeinde Jesu. Auf eine ganz, ganz feine Art und Weise. Ja? Und zwar spricht dieser Abschnitt von den Kleinsten auf Erden. Ja, nicht die groß daher und stark und prächtig und wir können alles, ja, sondern oft verzagte Leute, die Jesus brauchen, die mit Jesus ihr Leben leben. Nicht die großen Helden, ja, nach außen hin und doch Helden, weil sie pünktlich sind, ja. Die Ameisen, ein schwaches Volk, dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise. Paulus sagt, kaufe die Zeit aus, nutzt die Zeit, die ihr jetzt habt. Ernährt euch im Glauben, unterweist andere im Glauben, lebt das Glaubensleben, das Gott euch gibt, gebt Zeugnis von dem Evangelium, gebt Zeugnis von der Hoffnung, die in euch ist. Wir sind Angekommene, wir waren pünktlich, ja, aus Gottes Gnade, wir haben Jesus gefunden, wir sind angekommen, für uns ist alles gut geworden. Corona hin oder her, Ukraine-Krise hin oder her. Wir sind angekommen und wir dürfen diesen Mut auch haben und auch weitergeben im Geschäftsleben und wo auch immer. Ja? Ich habe einen guten Freund, der ist kein Christ, ein Geschäftsfreund von mir. Als diese Corona-Sache angefangen hat, habe ich zu ihm gesagt, du Frank, ich bin Christ, ich habe ewiges Leben, ich darf mutig sein. Auch bei diesem Virus. Ja, der hat sich große, große Sorgen gemacht. Ja? Alle überlebt, sogar seine Eltern auch, die schon älter sind, jetzt alles gut. Ja, aber die haben große Angst gehabt. Wir sollen diese Angst nicht haben. Wir sind davon nicht ausgenommen. Ja, aber erfrischt euch am Wort Gottes. Und in dieser Glaubensnüchternheit gehen wir day by day. Und manchmal muss man auch trotzig sein als Christ, oder? Manchmal muss man Dickkopf haben als Christ, das darf man auch, oder? Wir sollen natürlich nicht immer dickköpfig sein, aber manchmal muss man mit dem Kopf auch durch die Wand, auch als Christ. Luther hat gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ja, das darf man als Christ auch. Als Christ darf man auch sagen, nein. Ich darf als Christ auch sagen, Entschuldigung, aber das widerspricht meinem Glauben. Das darf ich sagen. Das sagen andere Glaubensgemeinschaften in Deutschland doch auch. Ja? Manchmal findet man nicht die richtigen Worte im Geschäftsleben. Dann geht man heim, sitzt im Bus und denkt, ach, ich hätte doch dies und jenes und das hätte ich ihm noch sagen können. Ja? Dann sage ich immer, ja gut, nimm dir doch eine Woche Zeit und überleg dir, was du ihm sagst. Du triffst ihn ja jeden Morgen wieder im Geschäft. Das ist ja der Grund, warum du da arbeitest. Ja? Ja? Man kann ja ganz in Ruhe, Entschuldigung, seine Flinte aufmunitionieren und Gott bitten und warten, bis so eine Situation wieder kommt. Und dann kann man auch mit den Leuten reden, weil man sich ein bisschen vorbereitet hat. Kann man ja tun. Ja? Manchmal müssen wir uns auch auf den zweiten Backen hauen lassen oder Wange, ja, wie auch immer. Und manchmal müssen wir hinstehen und sagen, du entschuldigst dich für etwas, was du an mir falsch gemacht hast. Das dürfen Christen tun. Dieses Recht haben wir auch. Ja? Also das Leben mit Jesus ist vielfältig und heißt nicht immer nur, dass man immer untergebuttert wird. Ja? Trotzdem beschreibt die Bibel die Gemeinde Jesu hier als vier schwache Tiere. Ameisen, ein schwaches Volk, die sind so klein, aber die sind pünktlich. Ja? Und wir sind auch keine Helden, aber wir sind pünktlich. Wir sind angekommen. Ja, das ist was Schönes. Die Klippdachse, ein schwaches Volk, dennoch bauen sie ihr Haus in den Felsen. Sie sehen aus wie Murmeltiere, die Klippdachse. Ich zeige euch die gleich. Und das finde ich ein ganz schönes Bild. Wir haben unser Haus auch in den Felsen gelegt. In den Fels, der Christus heißt. Da ist unser Zuhause. Das machen die hier auch. Das wird hier als Bild gezeigt. In diesem Einschub, ja, der nichts mit Israel zu tun hat. Ja, vier kleine Tiere. Das ist der Klippdachs. Ich lese das nicht alles vor, der ist aber verwandt mit Elefanten und Seekühen. Das habe ich aus Wikipedia, das zitiere ich hier nur. So sieht der nicht aus, ja, als ob es wäre. Aber er soll es wohl sein. Und den gibt es ganz oft in Spanien, der sieht aus wie ein Murmeltier. Und als die Spanier nach Spanien gekommen sind, da haben die den da gesehen. Ne, die Phönizier, die haben den wohl gesehen auf ihren Entdeckungsfahrten. Und dann haben die gedacht, dass das ein Murmeltier wäre. Und irgendwie ist daraus der Wort Hispania gekommen, weil dieses Tier heißt irgendwie so ähnlich wie Schapan und dann ist daraus Ischapan geworden, wie Schapaninsel
Und dann ist daraus Hispania geworden. Also die Spanier heißen nach diesem, nach dieser Seekuh hier. Ja? Ja? Dieses Tier ist damit gemeint, ich will da nicht alles vorlesen, das dauert uns zu lange. Ja? Ist auch ein unreines Tier. Scheinbar besteht die Gemeinde Jesu nicht nur aus Juden, sondern auch aus Goyim, aus Nichtjuden. Ja? Ist ein unreines Tier und gehört trotzdem mit dazu. Aber die haben ihr Haus in den Felsen gelegt. Haben wir auch. Ja? Da liegt Verheißung drauf. Heuschrecken haben keinen König, ziehen aber trotzdem aus in Ordnung. Woran erinnert euch das? Super, Entrückung, oder? Die Heuschrecken, den König der Heuschrecken sieht man gar nicht. Den König der Gemeinde sieht man auch nicht. Aber die Gemeinde wird eines Tages in Ordnung ausziehen. Die wird hinauf, wie ein Heuschreckenschwarm, gehen wir hinauf, treffen den Herrn in den Wolken. Das ist 800 Jahre bevor Christus kommt, 850 Jahre bevor Paulus schreibt von der Entrückung. Ja? Das ist unglaublich. Die Eidechse, man greift sie mit den Händen und sie ist doch in der Könige Schlössern. So ist mit euch auch. Die Christen hat man oft mit Händen gegriffen. Die sind oft eingesperrt worden für ihren Glauben, über 2000 Jahre hinweg. Ja? Was Israel gelitten hat, war schlimm. Aber was die Gemeinde Jesu gelitten hat, war auch schlimm. Und das wird so oft vergessen von den Christen. So oft. Auch die verfolgte Gemeinde heute. Wenn die verfolgte Gemeinde heute die Gelder zur Verfügung hätte, die die evangelikale Welt Israel zur Verfügung stellt, ging es ihr besser. Aber das Erstaunliche ist, dass die verfolgte Gemeinde das Geld nicht will. Die will Gebet. Ja? Die stehen für ihren Glauben. Darf man nicht vergessen heute. Das sind wichtige Geschwister, die wir haben. Ja? Okay, also das ist der Einschub mit den Kleinen auf Erden. Ja? Ein schwaches Volk, sie haben keinen König, man greift sie mit den Händen und trotzdem kaufen sie ihre Zeit aus und sind in der Könige Schlössern und haben ja ihre Wohnung im Felsen. Das seid ihr, das sind wir. Das, ja, Halleluja, das steht von uns hier in Sprüche. Ist das nicht wunderschön? Da ist alles drin, da ist alles vorweggenommen. Ja? Kauft die Zeit aus. Unser Fels heißt Christus. Das Bild für die Entrückung. Das, wir sind schwach, aber wir wohnen im Schloss des Königs. Das ist herrlich. Ja? Das macht mich gewiss. Deswegen sage ich, die Bibel ist Gottes Wort. Ja? Deswegen lasse ich mich schon manchmal ein bisschen auslachen von meinen Geschäftskollegen. Wie, du liest die Bibel? Ja, sag ich, klar, Bibel ist Gottes Wort. Ja, wie, alles? Ja, sag ich, natürlich. Ach, sagt einer, das habe ich ja noch nie gehört. Das muss ich meinen Kindern erzählen. Ich habe auch jemanden getroffen, der glaubt, dass die Bibel Wahrheit ist. Da habe ich zu ihm gesagt, hast du schon mal einen Römerbrief gelesen? Was? Nee. Aha. Sag ich, hast du schon mal den Epheserbrief gelesen? Ja, steht mit dem Bier da, ne? Ja, was? Sag ich, hast du oder hast du nicht? Nee. Aha. Sag ich, hast du schon mal, kennst du die 5 Hauptthesen im Kolosserbrief? Nee. Sag ich, gibt's auch keine. Ja? Sag ich, du stehst vor mir und lachst über mich und du kennst die Bibel gar nicht. Was ist denn mit dir los? Du bist doch ein Jurist, kennst du das BGB? Ja, natürlich. Sag ich, also, da bist du Fachmann. Ich bin Fachmann für die Bibel. Lach mich doch nicht aus. Ich lach dich auch nicht wegen deinem BGB aus. Prost. Gell? So kann man mal seine Flinte laden. Frag doch mal im Geschäft, wenn jemand lacht über euren Glauben. Sagt, da habe ich schon mal einen Epheserbrief gelesen. Dann gucken die euch groß an. Wisst ihr, was meine Lieblingsfrage ist? Da schließen wir dann mit. Meine Lieblingsfrage ist, was haben Adam und Eva im Paradies gegessen? Was ist die Antwort? Ein Apfel. Apple, ja? Immer. Da könnt ihr die richtig reinlegen mit. Wir wollen die ja nicht reinlegen. Wir wollen ihnen aber zeigen, wie töricht sie sind. Ja? Die haben ja eine Frucht gegessen im Paradies. Vielleicht war das eine Feige. Vielleicht auch eine Olive. Vielleicht war es auch ein Apfel. Keine Ahnung, ja? Aber es steht halt nicht da. Und man kann einfach mal zurückfragen. Und kann mal sagen, geh doch mal in dich und denk mal nach. Das ist das Buch, das die Welt verändert hat. Ganz Europa, Rechtsprechung, Sozialgesetzgebung, wir leben in einem christlichen Umfeld und du hast dieses Buch der Bücher nicht gelesen. Was ist denn mit dir los? Guckst du nur Netflix oder was? Ja? Darf man das sagen? Ja, natürlich. Ja? Wir sind klein und wir sind schwach, aber wir haben unser Heim im Felsen, ja, unser Zuhause im Felsen in Christus gelegt. Und wir glauben nicht irgendwas. Das ist Wort Gottes Wort. Und da sind wir gut beraten mit, dass wir uns daran halten. Ja? Ja? Also schließen wir. Wir beten noch, da singen wir noch ein Lied und dann können wir uns gleich noch ein bisschen zusammensetzen, oder? Schön. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir staunen immer wieder, was in deinem Wort enthalten ist. Wir freuen uns darüber, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und dass wir dich kennenlernen durften und glauben dürfen an dich. Und wir bitten dich, dass du unserem Glauben aufhilfst, dass du unseren Glauben stark machst und klar machst und fest machst an deinem Wort.
Danke, dass wir die Bibel haben dürfen, dass wir sie so lesen dürfen. Und wir bitten dich auch, dass du noch weiter heute im Lauf des Abends bei uns bist, Herr. Unsere gute Gemeinschaft schenkst, gute Gespräche schenkst. Danke dafür, dass du uns heil gemacht hast, dass wir angekommen sind, dass alles gut ist in dir. Und wir beten dich an und rühmen deinen Namen, Herr. Amen. Amen. Amen.